Das ist nicht ganz so gut wie der Laune ausgegangen. Hoppala. So, und sagt mir noch ein paar Fahne ein. Oh, 5 Stück, ey. So. Ich will aber noch eine Wurzel haben, ne? Ja. Level 4! Blutdurst verfügt zusätzlichen Schaden im Verhältnis zum angemessenen angesammelten Blutdurst hinzu. Mhm. Ja, ich habe die Wurzeln. Ich habe die Wurzeln entwurzelt. So, Pillen für Udune. Okay. Okay. Wispawind Beschwörungszug. Ne, da will ich nicht. Ich bin nach. Ich will zur Werdeklippe. Und da hinten ist der nächste Windstein. Ach, das ist schon wieder Lucius. So, da hinten sind die Spinner schon mal. Ach ja. Das ist bei diesem Spiel auch furchtbar, diese ganzen Laufwege. Die sind ja länger als bei sonst was. Sonst für ein MMO. Hä? Geht doch. Siege ein Windflüsterer und nimm seinen Windrune mit. Alles klärchen. Da haben wir einen Windflüsterer. Komm her. Ich will dir auch nichts tun. Ah, na gut, das war gelogen. Sprich mit Talik, achso. Nur der Mara eines Stammes konnte entscheiden, welcher Feran bereit war für das Tiro-Ritual. Beim Ritual zu scheitern bedeutete, auf dieses Geschenk zu spucken und es wie Kot zu vergraben. Der Mara könnte einem solchen Feran diese Chance auf die größte Ehre kein zweites Mal gewähren. Aha. Na, genau. So, Quest beenden. Skurriler Wanderer. Ein gefährliches Spiel. Besiege Ona. Da besiegen wir erstmal einen seiner Lakaien.
Besiege Ona. Das war nur. Ach so, ich habe den direkt angegriffen. Na dann. Hat sich das ja schon erledigt. Ausweichender Gegenstand. Entfesselt einen Gegenangriff und sammelt 5 Blutdurst nach erfolgreichem Nahkampf ausweichen. So, dann nehme ich mal glatt Kampfeszorn. Weil allein die Passiven lohnt sich das schon. Einmal nämlich hier Nahkampfmanöver hier, also Waffenmanöver, erhöht Nahkampfangriff um 5%, beidhändige Fähigkeit, erhöht die Nahkampfrate kritisch um 8%. Finde ich persönlich nicht schlecht. Und die Dreifachhieb, das ist auch nicht schlecht hier, die ganzen Dinger hier. Na, das möchte ich haben. Erst anjumpen, dann machen wir einen harten Schlag, dann so ein. Sprich wieder Metallic. Huch. Als Nomaden sind die Firran innig verbunden mit dem Land, dem Wetter und der Natur selbst. Auch wenn sie den Wind als höchsten Gott anbeten, sind alle Naturelemente heilig, sogar der Tod. Die Ausübung von Nekromantie gilt als größter Frevel. Du kennst kein Wort, das beschreiben könnte, welch eine Blasphemie es für die Firran ist, Tote ins Leben zurückzuholen und die natürliche Ordnung zu stören. Da haben wir's. So, dann wollen wir nochmal benutzen Gleiter oder Sunportal und sprich mit Egan. Wir benutzen natürlich selbstverständlich den Gleiter. Wir haben natürlich einen besseren, aber hey, shit happens. So, wir sollten da hinten müssen wir hin, okay. Oh Mann, das ist eine hitzige Diskussion gerade am Start im Chat, die ich jetzt nicht näher erläutern will, weil die... Für die Firran hat jedes Leben eine Aufgabe. Wenn Töten nötig ist, segnen sie die Waffen vorher. Da sie in der Wildnis zu Hause sind, ist die Gefahr ihr ständiger Begleiter. Aus diesen Gründen wird von den Firran erwartet, Konflikte friedlich zu regeln. Sich gegenseitig zu töten ist strikt verboten, vor allem während des Rituals. Da haben wir's. Oh Mann, ey. Huch. Was? All Germans are Illuminati. Mhm. Manche Leute haben eine Meinung, das ist ja Wahnsinn. Was? Irgendwas Chinesisches läuft. Oh.
Ich finde diese... Ich finde das einfach nur lustig. Lass die unten im Chat reinschreiben. Die Deutschen sollen die Rassisten sein. Aber hier blocken die ganze Zeit irgendwelche Engländer die Deutschen. Na super. Und die Deutschen sind die Rassisten. Das ist eine Logik. Nur die Logik muss ich nicht verstehen. Ich lese mir das gerade mal durch, ey. Oh Mann, ey. So, ich will die Quest abgeben und annehmen. Ach, ist das lustig, was man unten liest. So. Genau, ein bisschen Musik machen. Dafür kriegen wir noch Geld. Und Erfahrung. So, aber hier lege ich meine kurze Pause ein. Wir sehen uns dann später wieder. Ciao.